Komplexe Themen spielerisch vermitteln, das ist die Grundidee der RoboCamps. Ziel ist es, die nächste Generation auf die Digitalisierung vorzubereiten. Unter dem Motto IT begreifbar und greifbar machen, bauen Kinder in Kleingruppen ihre eigenen Roboter. Also die RoboCamps sind vor allem die Zusammenhänge vermitteln der IT, speziell fürs Programmieren. Aber es geht weit darüber hinaus, über Variablen, Schleifen und so, sondern es geht ja nur weiter, es soll ja ins Selbstvertrauen einige, in die Selbstwirksamkeit. Die Kinder sollen merken, dass wenn sie sich anstrengen, wenn sie sich damit befassen und einfach mit der Materie arbeiten, dass dann Sachen funktionieren. Und in dieser Woche bauen sie dann einen Roboter, programmieren den auch, und der funktioniert dann und der gehört dann ihnen. Und das ist dann einfach ein Erfolgserlebnis, das motivieren soll und vor allem Spaß macht. Ja, den Roboter haben wir gebaut, der hat da vorne Sensoren und die Motoren und Füße, der kann dann so gehen. Und der hat eine Fernsteuerung, der kann halt piepsen und gehen und tanzen und so. Und Zauber war ehrlich gesagt am schwierigsten, dass wir die Augen da einsetzen, das sind die Sensoren, weil das ist einfach nur eingesteckt und die Platine, die kehrt dann unten drunter rein und das hält halt manchmal nicht gescheit dann. Funkelnde Kinderaugen, neues Wissen und viele Herausforderungen. Den Kindern macht das RoboCamp sichtlich Spaß. Da muss ich sagen, eher wie der Roboter dann so aussieht und wie er dann so süß so seine Bewegungen macht oder so. Und die Gemeinschaft auch. Mir macht das auch Spaß, eben den Roboter zu bauen. Das finde ich macht auch schon richtig Spaß. Und das Programmieren, auch wenn man da meistens nur so Sachen umschreiben oder so, macht es aber auch immer voll Spaß, dass man den dann so programmiert. Ich bin jetzt zum dritten Mal da, weil es mir einfach jedes Jahr voll Spaß macht und ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder herkommen. Warum bieten wir das an? Weil es eine Lücke schließt, glaube ich, momentan. Also in der Bildung wird das ein bisschen vernachlässigt. Oft ist das nur ein Freifach, was dazu genommen wird. Die Zeit fordert das aber mittlerweile schon brutal ein. Also wenn die Kinder erwachsen werden, brauchen sie das umso notwendiger, diese Kenntnisse. Die Kinder, die da sind, haben teilweise noch nie eine Maus in der Hand gehabt und machen da die ersten Erfahrungen, brauchen sie aber dann praktisch ständig. Und diese Lücke schließt man in erster Linie einmal. Und das Zweite ist aber schon, dass wir produzieren wollen und nicht konsumieren. Also wir wollen eine sinnvolle Zeit mit IT vermitteln und auch Wege zeigen, wie man mit IT viel Zeit verbringen kann, ohne dass man ständig von der Switch oder vom Handy sitzt. Und das ist so der Anstoß, dass man einfach was generiert und selber was produziert und es einfach viel ein besserer Weg ist, wie das reine Konsumieren. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at.